Hallo und grüß euch, ihr Gefundenen da draußen. Und einen wunderschönen. Ja, es ist mal wieder Zeit. Ich bin mal wieder in ergiebigster Zombie-Stimmung. Wieder einmal ist ein fantastischer Samstagabend, wo sonst gerade nichts anderes zu tun ist. Und was machen alle Leute, die am Samstag auf Nacht daheim sitzen? Richtig, Zombies umbringen. Beim letzten Mal hat es mit Multiplikator 100% knapp nicht sollen sein. Bisschen was hat gefehlt, nicht allzu viel, aber ein bisschen was doch. Und jetzt bin ich soweit zum Sagen, wir machen das ein anderes Mal. Ich habe mich stattdessen daran erinnert, dass ich in der Vergangenheit, ich habe vorher nachgesehen, es ist noch gar nicht so lange her, nämlich Anfang 2022, ein Challenge-Format auf Day Abilions oder mit Day Abilions gemacht habe. Und zwar eine Archer-Only-Challenge. Sprich Archer, Holzwelle und Holztürme. Und mehr nicht. Das haben wir damals im tiefen Wald gespielt. Ich habe dann nachgesehen, es war auf 14% Multiplikator. Sprich die 80 Tage. Und ich habe mir überlegt, so als spontane Gaudi, versuchen wir das noch einmal und gehen hoch auf die sehr geringe Bevölkerung. Bei den 80 Tagen bleiben wir und weiterhin der tiefe Wald. Das mit dem dunklen Heidemoor heben wir uns einfach für eine andere Gelegenheit auf. Ich weiß nämlich auch schon für welche Gelegenheit. Denn ich habe mir einen neuen Computer gegönnt. Der ist auch schon fertig. Habe ich heute den Anruf erhalten. Nächste Woche kann ich ihn abholen. Genau, nächste Woche kann ich ihn abholen. Und dann wird es vermutlich noch ein bisschen dauern, vielleicht noch eine Woche dazu. In der ich mich noch kümmere um einen passenden Bildschirm. Und dann wäre es zum Einweihen eine fantastische Gelegenheit. Die Einweihungsparty vorzunehmen mit einer Runde der Abilions. Um mal ein bisschen zu schauen, was die neue Hardware so drauf hat. Da fehlt einfach ein bisschen Gold. So weit, so gut. You again. So, ich glaube, du kannst auf jeden Fall da unten bleiben. So, du. Okay, dafür brauchen wir eine Kaserne, bevor wir den auflösen können. Nimm. Genau, und wäre doch eine schöne Gelegenheit, sobald ich mit dem neuen PC aufnahmebereit bin, das zu feiern mit einer schönen Runde. They are billions. Sprich, die Action mit dem dunklen Heidemoor heben wir uns einfach für diese Gelegenheit auf. Und in der Zwischenzeit, bis die neue Hardware soweit ist, gibt's Archer.
Vollste Archer-Gaudi. Ganz ehrlich und ganz aufrichtig, Archer-Gaudi. Bin höchst gespannt, wie es hier sein wird. Weil die erste Welle, bilde ich mir ein, wenn ich mich jetzt richtig erinnere an damals, wie man... Gut, Eisen braucht man nicht. Weil wenn ich mich richtig erinnere an die erste Welle beim letzten Mal, also in auf 14%, dann... Ich bilde mir ein, die erste Welle waren 4 Zombies. Ganze 4. Am Schluss war es dann schon ein bisschen mehr, da hat man dann schon wirklich die Welle und Türme wirklich gebraucht. Nur Archer only, also ohne Welle, wäre dann nochmal das nächste Extrem. Es gibt sicher irgendwo ein paar Verrückte, die das können, die das drauf haben. Aber jo, eh schon wissen. Ich schon wissen, stelle ich mir ein bisschen anstrengend vor. In der Zwischenzeit aber mal schönes, entspanntes Startfeeling. Wo es nur so ruhig ist, wo sich doch nichts tut. Satelliten gibt es aber scheinbar in der Welt von Daya Billions immer noch. Oder zumindest das Funkwellen. Aber gut, wenn ich mir so an die Kampagne erinnere, ist Daya Billions lore technisch auch ein interessantes Spiel. Sollte es da jemals wirklich einen zweiten Teil geben? Mir Barats gefallen. Mir Darats voll gefallen. Ja, das machen wir mal noch nicht. Stattdessen... eine neue Tesla-Spule. Ist eigentlich ein Plätzchen da, das hätte man hier hinbauen. Egal. Egal. Building completed. Building completed. Gut, und weiter. Mehr Zelte, mehr Zelte, mehr Zelte. Ein bisschen dauert es noch, bis wir die 20 Steine haben für die Kaserne. Und ja, ich denke, ich werde das hier einfach dann wieder bei der alten Playlist dazu schmeißen. Ich glaube, das ist dann Runde 4 oder sowas. Ich glaube, damals habe ich 3 Runden gemacht. Und ich bilde mir ein, ich habe ja damals schon gesagt, dass das wieder was wäre für künftige Gelegenheiten noch einmal. Und ja, es hat gute 1,5 Jahre gedauert. Ich glaube, fertig gemacht habe ich den letzten Part im Jänner 2022, bilde ich mir ein. Und jetzt ist November 23. Also, nicht ganz 1,5 Jahre, ein bisschen mehr. 21 Monate. 22. 22. Gut. Und erste Mühle.
Ein bisschen Energie, ein bisschen Sprudel brauchen wir auch. Dupdidu, dupdidudidu. Attention, building completed. Yep. Gut. Attention, building completed. 7, 8, 10. Und 10. Ja, dann machen wir das so. Und so. Gut, so, also jetzt können wir die Kaserne platzieren. Und dann geht's ab. So langsam. Zumindestens so langsam. Etentchen. Etentchen, Building completed. Okay, 6 Nahrung über die Fischerhütte. 7. Ja, die 7 nehme ich gerne. So, ab geht's. Ah, die brauchen ja gar keine Nahrung, stimmt. Die Soldaten brauchen Nahrung, die Jäger aber nicht. Die brauchen nur Holz, Gold und einen Arbeiter. Klar, klar. Okay. Darauf übrigens Prost. Samstagabend, ich sitze da gerade mit einem schönen kleinen Achtel Wein beim Aufnehmen, beim Zocken. Es ist fantastisch. So, du. Schaust du mal da so ein bisschen um die Ecke? So, du gehst weg. Dann fehlen uns eigentlich nur noch ein Tick Holz für die Schreinerei. Hier wie Grohe gehen. Ich gehen. Any infected around? Ja. Gut. Dann haben wir mal die Schweinerei rein. Stimmt, die Steine brauchen wir dann eigentlich auch nicht mehr. Vielleicht nur für eine zweite Kaserne. Ja, wir lassen die Vorratslager mal voll werden. Beziehungsweise so ein Lagerhaus könnte dann ebenfalls höchst fantastisch sein. Ja, ein bisschen Stein dazu haben ist auf jeden Fall nicht schlecht. So, das ist einfach eine Einbuchtung im Fels. Gut. Überall schön Jägerinnen aufstocken. Und weitere Häuser.
Yep. Ja, da kommst du da dazu. Gut. Dann brauchen wir auf jeden Fall weiteres Holz. Nur plus 10 ist ein bisschen wenig. 9. Ja, es geht hier sicher besser. Gut, und dann könnte man eigentlich schon anfangen, die ersten Trupps zusammenzustellen. Gut, vielleicht einen zweiten hier unten. Oder eine zweite, Entschuldigung. Ja, solange es nur Jünglinge sind, ist alles gut. So, aber nicht vergessen, die Hütte natürlich, das brauchen wir schon. Man stimmt, Stein für Steinhäuser, das auf jeden Fall. Das können wir schon natürlich auch machen. Jo. Genau, dann sammeln wir mal die ersten Trupps zusammen. Ja. Jagdhütte. So, Holzwelle, Holztüre, Tor und Holztürme, wie gesagt, das ist alles, was wir uns gönnen in dem Run. Okay, da fällt wieder Energie. Gut, bitte. Und weiter. Attention. Building completed. Wupp. Holzer! Ah, die erste Welle kommt gleich. In kürzester Kürze. So, 4 Arbeiter. Komm. Gib ihm. Holzi. Ich und mein Holz. Holzi. My bow and arrows are ready. Are near the colony. They were
das wirklich Dozens sind, wage ich ja fast zu bezweifeln, aber was weiß man. So, du kommst da dazu. Du auch. So, stopp mal kurz. Andersrum. Na kommt her, wie viel sind wir denn heute? Keine unnötigen Pullen. Gotcha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, wenn ich mir jetzt nicht verzählt habe. Nein. Schön ihr nachrennen. Okay, waren auf jeden Fall mehr als. Waren auf jeden Fall mehr als auf 14%. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Na gut. Dann beginnen wir mal mit dem aktiv expandieren. Sonstige Farmen können wir natürlich dann auch bauen. Und weiter, immer weiter. Du kommst da dazu. Etentchen. Are you Schnur? Yes, I am Schnur. Weiter. Hier absperren wird sich anbieten. Du kommst da dazu. Ja, nicht anknabbern lassen. Knabber. Weitere Jagdhütten. Ja, 17 ist gut. Eigentlich ist das gar nicht so geschickt, einen Angriffsbefehl auf einen zu geben. Okay.
Weil der eine dann natürlich massives Overkill ins Gesicht kriegt. Jetzt haben wir sogar Minusnahrung. Oder war das egal. Irgendwo hat gerade ein Minus gestanden. Irgendwo ein Minus. Genau, weitere Forschungen, Marktplatz. So, und dann könnte man eigentlich schon anfangen, ein bisschen zum Absperren. Um die ersten Welle zu ziehen. So, du kommst noch da dazu. Auch dieses kleine Feld, das sie gerne verstecken will, nicht zu vergessen. So, wir brauchen dringend noch ein bisschen mehr Holz. Vier, sechs ist Agaga. Acht. Ja. Oder. Ja, mach mal 9. Ist okay. Ist in der Ordnung. Do you want? No. Brrrt. Brrrt. Bin sofort wieder da. Ich schenke mir noch nur kurz nach. Blubber, blubber. Glucker, glucker. You again. So, ist da zu? Gotcha. Na stimmt, da sind ja die, ist ja die Welle, da müsste die Welle ja hier durchgekommen sein vorher, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Weiter. Du kommst hier hin. Yes, tell me. But be quick. Our forces are in danger. Ja, den Ältlichen kriegst du hin. Dann kommt der zweite dazu. Und dann könnt ihr mal anfangen, ein bisschen vorzurücken. Weil natürlich, wir brauchen Veteranenjägerinnen. Ja, da kommt man durch, oder? Ja, da kommt man durch. Bietet sich aber auch an, hier dicht zu machen. Können wir beides eigentlich nicht brauchen. Aber Eisen kann man zumindest verkaufen.
Nein. You again. You again. A new task. Are you sure? You again. What? Attention. Building completed. Is the... Attention. Building completed. Uh-huh. What? You order? You pay. Okay. Under attack. Whoa, 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 whoa. Oh, more orders. What? Wie hast du die so durchgeschlichen? You are gonna pay me for this, right? You again. Gotcha. Ah. Yes, tell me. Okay, das werden wir hinkriegen. Danke sehr, deine Dienste werden nicht benötigt. Great. Okay. You are gonna pay me for this, right? What do you want now? Du kommst da unten dazu. Ja. Okay. Let's do this. Kurzer Schreckmoment, aber wenn man reaktionsschnell ist, erspart man sich ein bisschen was. Ein bisschen was. Gut, erste Türme. Dann ist hier schon mal Ruhe. Ja, ich sehe das Problem. Ich sehe das Problem. Da drüben sind wir ein bisschen mager aufgestellt. So, du kommst da mal rein, du kommst da mal rein. So, was haben wir denn da noch so Schönes? Da gibt es einen kleinen See. Sonst ist da aber dicht. Aha. Kommt man da durch? Ja, da kommt man durch. Das ist aber ein schönes, verschlafenes Plätzchen. Immer diese kleinen Schleicher. Weiteres Clearen. So, und hier können wir ebenfalls mal anfangen. Alles klar. Ah, da gibt's Gold sogar. Goldi, Goldi. Ist ja goldigst. Na, ab geht's. Wo sind wir daheim? Okay, dieses Mal von unten. Ja, kann hier sein, kann aber auch hier sein. Ja, wahrscheinlich hier. Denke ich mal.
jetzt schon ein paar. Vielleicht ist das mit ohne Welle nicht so gescheit. Ja, das sind schon ein paar. Kriegst mich nicht. Nein. Der Doc ist zu mächtig für euch. Zu schnell, zu flink. Oder eher in dem Fall die Docin. Tralalalala. Und mehr Jägerinnen. Wer hätte es gedacht? Mehr Jägerinnen. Und mehr Mühlen und mehr Holzer und mehr alles. Du kommst da dazu. Wo? Komm, das geht. Nein. Ach komm. So einzelne frisch Infizierte. Gut, die braucht Unterstützung da oben. Du. Ey. Erst! Lass das nieder! Der Walz. Ey. Wissen wir. Das ist nicht so perfekt. So, und dann Marktplatz. Energie und Holz. My bow and arrows are ready. So, ihr geht's wieder raus. Und zwar da oben. Wie macht man das hier? Am besten gerade durch. Ohne irgendwelche Tore. Okay, a new task. Attention. What do you want? Building completed. What? You again? What? Okay, let's do this. A new task.
So, also was fehlt? Arbeiter und Holz. Nahrung, 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 Nahrung. Attention, building completed. Nahrung, Nahrung, Nahrung. Weitere Farm. Lagerhaus werden wir da dann noch zentral reinsetzen. Ja, da fehlt nur noch Holz. Holzer! So, was ist hier eigentlich? Okay, hier kommt man nicht durch. So weit, so gut. Was ist das hier? Da ist ebenfalls zu. Da ist dicht. Und da sind wir schon relativ schnell Richtung Kartenrand. Die Frage ist, wo man hier dicht macht. So und so. Oder gleich so. Das wäre ein bisschen lang, aber das hier ist ebenfalls ein bisschen blöd. Dann hier. Ja, und vermutlich hier und hier, ne? Denke ich mal. Ja, ein paar Minuten machen wir noch. Ich glaube, ich werde das unterteilen in drei Parts. Denke ich mal. Wir haben immer noch nicht genug, kann das sein? Nein, die Arbeiter fehlen. Ja, ich denke, ich werde das unterteilen in drei Parts. Das geht sich dann heute halbwegs gut aus für die Abendsession. Jo, Grit. Grit, das ist voll Grit. What? You are gonna pay me for this, right? What? You are gonna pay me for this, right? Attention. Building completed. What's all the infected around? Any infected around. Are there other units to bother? Komm, ballern. Piu piu. Piu di di du. So, also, dann gibt's einen Marktplatz. Da bin ich schon ein bisschen zu weit für die erste Häuserreihe. Schade. Ja, eine Reihe fehlt. Ja gut, schade. Okay. Mehr Spaß mit Pfeilen. Spaß mit Pfeilner. Pfeilen. Pfeilner. Ja, und ich denke, hier wird es wirklich unten die lange Front werden. Hier drüben könnte man eigentlich beide Fronten canceln, wenn wir einfach hier dicht machen würden.
Oder weiter hier vorne. Ja, ich dichte aber trotzdem einmal ab. Ja, einfach, dass einmal hier keine Überraschungen. Von hier keine Überraschungen kommen. Attention. So, das Eisen verkauft man komplett. Und können ein bisschen Holz dazu kaufen. Our soldiers are in trouble. Trouble. Jo, 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 jo. Gut, dann warten wir noch auf die. Die ersten Störwellen, die schon mit Rennern kommen. Es ist voll der Renner. Der Wals. Gut, das geht noch. Gut, dann müssen wir schleunigst dicht machen. Weil diese Renner werden tödlich, langsam aber sicher. Ohne Mauern. So, hier dicht und hier dicht. Gut, gut. Und dann würde ich mal sagen, für den Part belassen wir es mal dabei. Beim nächsten Mal geht es weiter. Man hat es jetzt gerade wunderbar gesehen, die Störangriffe mit Rennern werden langsam mehr. Und ja, die Priorität ist, schnellstmöglich überall abzudichten und dann schon die Linien zu verstärken und auf jeden Fall draußen zu clearen. Ja, wird spannend, wie es weitergeht. Ich bin gespannt. Bleibt dran, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Mit diesen Aussichten verabschiede ich mich. Ich bin der Doc von Gfunden Games und ich sage Grüß euch und Tüdelü.